Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Two Point Hospital. Das wird die perfekte Welle hier werden. Ja, wir müssen 10 Wellen abschließen. Wir sind gerade bei 1. Das waren jetzt 10 Leute. Also ich vermute, am Ende kommen dann 100 Leute. Noch haben wir keine Probleme. Ich hoffe, das bleibt natürlich so. Aber wir könnten hier vorne einfach mal eine Toilette hinbauen. Habe ich jetzt noch Leute, die hier kommen? So, der eine noch und dann muss ich das hier upgraden. So. Bin schon gespannt, wie es weitergeht. Also die erste Welle ist ja recht chillig und dann wird es wahrscheinlich übelst heftig. So. Interessant. So. Aber die dumme Hure, die beschwert sich diesmal nicht über irgendwelche dreckigen Dinge. Das ist schon mal was. Die Stimme aus dem Off. So, die Toilette, die den Eimer stehe ich mal dahin. So in der Mitte so ein Waschbecken. Weil zwei Toiletten, denke ich mal, reichen. So, ja, bauen wir jetzt nochmal. Oh, die Welle 2. Diesmal müssen wir ganze 15 Patienten heilen. Okay. Die sollten jetzt nacheinander mal Ärzte aufsuchen. Und ja, das sollten wir eigentlich hinbekommen. Sehe ich jetzt schon Leute mit hellen Köpfchen? Nein. Ich denke, wie gesagt, dass jetzt die ersten rüber müssen hier in die Station. So, was haben wir hier jetzt? Apotheke, Station, ja genau. So, Medikamentenmixer ist gerade so auf 2, perfekt. Machen wir jetzt auch nicht auf 3 so schnell. So, da fehlt ein Arzt-Bros. Ich stelle einfach mal noch einen ein. Ich brauche nicht so gut, ich brauche nur den, der reicht. Hier ein weiterer Grund, den Flughafen der Turifälle zu meiden. Man ist dort diesen nervtötenden Jüngern der Orbis. So, ja, es werden alle Leute geheilt. Todesfälle gab es bisher nicht. Ich hoffe, das bleibt auch noch schnell die 20 Tage so. Ja, wir haben keinen Pausenraum. Ich sehe es. Gut, den können wir schnell bauen. Habe ich jetzt nichts dagegen. so, einen Pausenraum. Wir haben auf jeden Fall nicht mehr so viel Kohle. Und jemand ist jetzt wirklich nur schnell gestorben. Das gibt's doch nicht. Ja, das können wir aber noch ein bisschen größer machen. Türchen. So. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich heute Abend streamen. Habe ich mir gerade so überlegt. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Ich streame so gerne in letzter Zeit. Ein Abfalleimer. So, das sollte ein wunderschöner Pausenraum sein. So, ja, komm vorbei. Ja, das haben wir genau nicht geschafft. So. Da oben ist die Action am Abgehen. Ist aber kein Problem. Hier könnten wir auch einfach die Helfer hochstellen. Dass wir hier noch 2 Leute mehr hätten, falls was wäre. Stellen wir auch einfach mal vorsichtshalber noch in die Krankenpflege ein, weil wir ja gerade hier die notwendige Anzahl nur haben. So, und dann könnten wir eigentlich gleich einen Raum für helles Köpfchen bauen. Haben wir jetzt noch keinen und ich denke, da werden in der nächsten Welt auf jeden Fall welche dabei sein. Dann können wir das schon mal hochleveln. Okay, da ist noch was gestorben. Leute hier sterben oft, aber wir schauen jetzt auch, dass wir praktisch die Sachen hochleveln, dann sollten sie nicht mehr so oft sterben. So. Hier diesen Deluxe-Leuchter schaue ich, dass ich auch gleich auf der höchsten Stufe dann habe, bevor das überhaupt alles losgeht, weil dann schaffen wir das halt locker. So. Eigentlich alles chillig gerade. So ist jetzt gerade noch gar kein Grund zu beunruhigen. Ist alles chillig. So. Ich möchte es auch heute ehrlich gesagt durchspielen. Dass ich das Spiel für immer auf die Seite stellen kann, beziehungsweise ich denke, ich werde es mal im Stream spielen. So, gibt es hier noch Leute, die hier anstehen? Warteschlange? Ja, 2 Leute mit WC-Warzen. Was haben wir hier? Befördere 3 Mitarbeiter. Ja, befördern sich dann von allein. Ich stelle es auch gleich mal ein, dass sie sich von allein befördern. Ich vermute nämlich, dass es nicht hinterlegt. 80% bei 3, sagst du mir bitte Bescheid. Automatisch befördern? Nein. Passt. So. Ich hoffe, oh, 3 Leute sind es jetzt sogar hier. Ja, die machen ja alle schön Pause. Wir könnten das ja ein bisschen upgraden.
10 Milligramm. So, ja, wir haben schon jetzt sind wir schon bei der Welle 2. Ich denke, das kriegen wir hin. So. Er möchte mehr über Medizin erfahren. Hilfe. So, hier ein bisschen. Schön, und ein Gong, das beruhigt wahrscheinlich ein bisschen die Leute hier. Prestigestufe 3. So. Wie viele Leute stehen da jetzt noch an in der Warteschlange? Nur noch einer, okay. Und hier hinten werden jetzt wahrscheinlich mehrere noch sein? Nö, gar keine. Komisch. Ach so, ich habe nur noch einen und der muss auf jeden Fall geheilt werden. Und sonst haben wir ein Problemchen. Ja, ich will aber als erstes den Medikamentenmixer hoch upgraden. Ich habe nämlich nur noch Geld für ein Ding. So, das einmal upgraden schnell. So, das hätte ich auch noch gerne upgegradet, aber das kostet 20.000 und jetzt haben wir halt echt kein Geld mehr. So, die nächste Welle kommt jetzt in 7 Tagen. Ich hoffe, dass der Medikamentenmix Heini da bis dahin fertig ist. Das ist auch schön im Minus, aber wir brauchen gerade nichts anderes. Das schaffen wir alles. Ist absolut kein Problem. So, und die nächste Welle startet und der Typ ist noch nicht fertig. Natürlich nicht. Welle 3 beginnt jetzt. So. Ich hoffe, dass sie das hinkriegt, bis die Leute da sind. So 3 von 3. Ja, warum? Es sind doch alle da, passt schon. Es reichen ja, wenn 2 da sind, weil die müssen dann eh zum Arzt und beim Arzt müssen sie dann eh warten, deswegen passt das schon so. So, ja. Läuft alles. So, was haben wir für eine Krankheit gefunden? Müde Knochen, Station, okay. Okay, hier sind 5, hier sind 3 am Anstehen. Dieses Mal sind es 20 Patienten, die wir in unserem Krankenhaus haben. Da das immer nur um 5er Schritten hochgeht, sollte ja dann die letzte Welle... Wie sind da das dann? Viel zu viele. Okay, ja, WC-Warzen. Ja, und der ist noch am Upgraden. Schöne Scheiße. Okay, 7 Leute stehen jetzt schon. Ich würde gerne die Arztpraxis kopieren, aber das kann ich ja eh nicht. Lustig. So, 100% Diagnose, 13 Zufriedenheit. Ja, schön. Wo ist mein Krankenpfleger? Stehen schon 2 Leute an. Könnt ihr bitte den Krankenpfleger da mal so einen Weg dahin finden? Wie lange braucht er den noch? Emily Hohn, du kriegst es irgendwie nicht so ganz auf die Kette. Apotheke, ja. Langsam wird meine Apotheke überlaufen. Und ich hätte halt noch gern 20.000 Mal zusammengekriegt, dass ich hier irgendwie mal... jetzt gleich ist Jahresabrechnung. So. Ich hoffe, die schickt er jetzt alle in die Station. Station ist ja auch noch Diagnose, falls ihr jetzt Angst habt, dass wir mit der Diagnose nicht hinkommen. Station ist noch Diagnose. So, alle öffnen? Okay. Wenigstens 3. So. Alter, hat der das jetzt mal? Ich kann hier halt nur abbrechen oder aufheben. Und das will ich halt beides nicht. Willst du... Pausieren würde ich machen, aber das gibt's halt nicht als Auswahl. Ja, da oben wird schon mal nicht geheilt. Wenn es übrigens nicht geheilt wird, dann müssen wir die Welle halt nochmal machen. So, ein bisschen Kohle kommt gerade rein, aber nicht so viel, dass wir das andere Ding upgraden könnten. Oder noch einen Arzt bauen könnten. So, bin ich froh, wenn das Ding jetzt voll ist. Dann werden nämlich eigentlich alle immer geheilt, die hier drin sind. Und ja, ich hoffe einfach, es geht schneller. So, 8 Leute wollen da jetzt rein. So, wir müssten es einfach nur eröffnen. Mehr nicht. Komm. Ja, und es müssen schon, dass die Leute da reinkommen. So, Krankenpfleger ist da. So, ja, erster Patient. Perfekt. Ich achte mal hier drauf, ob wir irgendwann bei 20.000 im Plus sind, dass ich das andere Ding nur upgraden könnte. Aber ich vermute, es eher weniger. Also, wenn, dann müssen diese Dinger hier richtig was bringen. 5.000, ja, nächster. Next, please. Ja, wir können ja jetzt einfach mal ein bisschen zuschauen, was hier so passiert. Ich meine, wir haben nichts anderes Wichtiges zu tun. So, der nächste hier. Es wird hier wieder gedreht am Rad. Was wird diesmal Schönes gemischt? So, probier mal. Das ist eine ganz neue Mische. Geil. Sind fast im Plus. Nur 92 minus. Geil.
So, dann nächster. Hortense unten. Nee, das ist Ossiberg. So. Acht Leute stehen jetzt noch an. Den Stau hier werden wir aber in Zukunft auch nicht mehr haben, einfach weil wir nicht von Anfang an an diesen Müll haben. Was haben wir hier? Pausenzimmer Stufe 5. Ich kann es mal versuchen. Objekte. So, als erstes mal hier schön alles ausstatten mit der guten Jasmin Odyssee. Das ist jetzt gerade mein Ziel hier, alles auszustatten. So. Die Dinger sind halt auch teuer. Ja. Cool. Ich sehe schon, wir steigen hier richtig. Okay, wir haben jetzt Stufe 4. Irgendwas haben wir nicht geschafft, aber ich weiß nicht gerade was. Ist mir auch ehrlich gesagt ein bisschen egal. Ja, unsere Heilungsrate ist ein bisschen zu niedrig. So, Stufe 5. Das schaffen wir doch, wenn wir hier alles schön nebeneinander setzen. So, hier noch weiter. Ach, jetzt habe ich kein Geld mehr. Okay, dann war es jetzt einfach mal mit dieser Folge. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht bei Two Point Hospital. Bis dahin. Tschüss.